Achte mal, 5 Creeper. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist zu hell. Ey, was geht? Nein, nein, nein. Hab's gehört. Hallo. Ey, 5 Creeper, Alter, was geht hier? By the way, falls ihr euch wundert, ich habe oben rechts eine Minimap. Ray's Minimap heißt es. wie gesagt, die ganzen Mods, jetzt die ich immer habe. Weiter. Ich komm wieder hoch, ich komm wieder hoch, ich komm wieder hoch. Scheiße, scheiße. Mach hoch. Was denn du? Ich bin hier Wasserfahrstuhl runter. Okay. Ich bin auf jeden Fall irgendwo in der Höhle und habe wenigstens ein bisschen... Oh, Alter, hier gehst du ja noch voll tief rein. By the way... Also sowas haben wir direkt an der... Oh. Wir laufen immer so kilometerweit, weißt du, aber nee, wir haben hier direkt in der Nähe eine Höhle. Ey, diese scheiß Creeper, ne? Ich warte, komm mal gleich am besten zu mir. Ich hoffe, ich habe Holz dabei. Dann mache ich uns mal wenigstens Schwerter, weil die Creeper mit Spitzhacken zu kloppen ist nicht so toll. Ich habe einen Creeper mit einer Fackel gekloppt. Bist denn du lang gegangen? Ich folge einfach mal den Fackeln, wo ich noch nicht war. Du dürftest irgendwo meinen Namen sehen, oder? Ja, ich sehe es. Ich bin auf dem richtigen Weg, denke ich mal. Buddel ich einfach irgendwo rein und weg. Soll ich da auch ein Schwert machen? Ja. Okay. Ich sehe dich. Also, wie gesagt, alle Mods, die ich immer habe, weil einige auch immer nachfragen, wie gesagt, findet ihr die ganzen Links in der Videobeschreibung und so. Ja. Ich habe kein Schwert. Da. Ich habe ein Schwert. Das sogar ich nehme alles zurück, ich habe ein Schwert. Ach, by the way, ich habe nur noch 4 Herzchen, ne? Ah, ich bin so lustig. Ey, sie sind voll viele Gegner, das nervt voll, ey. Das geht euch mal gar nicht. Geh weg! Soll ich dir helfen? Nee, nee, geht schon. Alles okay. Geh weg! Scheiße! Soll ich dir jetzt helfen? Ja! Frag doch nicht immer so blöd. Aua! Voll in die Fresse! Was soll das? Hey, der hat mich abgeschossen. Wo ist denn der? Oh, mach's tot. Ey, aber voll geil, dass wir hier so eine Höhle haben. Nein, nicht angreifen. Die machen sich gerade gegenseitig tot. Was? Ich finde das voll geil, dass wir hier so eine Höhle haben. Ja, und da ist ein Zombie. Hallo, Zombie. Ich nenne dich Fred. Hallo, Fred. Sein toter Fred. Oh Gott. Ey, wie viele Monster hier sind. Wir haben ansonsten in Höhlen nie Monster. Und jetzt sind hier auf einmal so viele. Ja, weil es direkt am Dorf ist. Hammer, ey. Voll krass. Ich habe Eisen. Ich habe auch schon 12 Eisen, Annie. Oh, hier ist ja... Oh, Alter, wieso sind wir nie in diese Höhle gegangen? Ich habe hier 3 Eisenerzminen. Alter, hier sind so viele Skelette. Hier ist Lava und ein Creeper. Und ein Schatz und ein Zombie-Pigman. Und eine Explosion. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, was hier für Monster rumlaufen? Ja, der Creeper hat erstmal sich und 3 Zombies. Ey, wo kommst du denn her? Ey, ich komm voll krass aus deinem Block, Junge. Da. Annie, lies einfach mal die nächste Kommentarfrage vor, weil wie gesagt, diesmal wurden echt Fragen mal gestellt. Wie gesagt, wir haben auch extra Facebook und Twitter geholt, weil wir lieber in Minecraft über Themen reden wollen. Ich sag, sorry, ey, wir haben echt nichts gegen eure Kommentare, aber wie gesagt, wir wollen auch Dinge haben, über die wir reden können. Wir haben nichts gegen eure Kommentare, aber wir finden sie scheiße. Also wir finden sie nicht scheiße, wir antworten ja auch meistens darauf. Beziehungsweise Annie spammt ja eh immer meine Kommentarleiste voll, ey, das geht mal gar nicht. Vor allem, die guckt die Folge, ne? Ich sehe in meinem E-Mail-Postfach, Annie hat einen Kommentar beantwortet. Okay, ein Kommentar, das geht ja noch. 2 Minuten später steht da 6 Kommentare oder so beantwortet. Annie macht echt alles, Annie ist echt Beste und so, ne? Luft holen. Annie ist die Frau für alles. Richtig. Aua! Geh weg! Ich dachte, du schießt mir jetzt gerade voll in den Arsch, Annie, aber du hast ja keinen Bogen. Und du bist kein Skelett, glaube ich, ne? Nee, das bin ich noch nicht. Noch nicht? Nee. Irgendwann kommt nach Kettensägen Annie noch, Annie Skelett, Kettensäge, Annie und so. Das versuche ich, das will ich wirklich versuchen zum Fasching zu malen. Ein Skelett? Annie Skelett? Nicht als Skelett oder im Skelettkostüm oder sowas. Das stelle ich mir auch megamäßig geil vor. Nimm das dann als Avatarbild. Dann bist du voll böse und kriminell, weil du ein Skelett bist. Du lebst noch? Ich lebe noch. Es war nur so eine kleine Bucht. Lies mal die nächste Frage vor. Du kannst ja auch mal die Namen vorlesen. Ach ja, hast du eigentlich gemacht, glaube ich. Hab ich gemacht. Okay. Jill fragt, welche Spiele würdet ihr nie let's playen und warum? Und welches Spiel hasst ihr am meisten?
Also welches wir niemals let's playen würden und welches wir am meisten hassen. Sag du mal, welches würdest du nie let's playen? Weil das steht ja bei dir eigentlich klar fest. Du let's playst eigentlich generell keine Spiele, die am PC sind, ne? Also generell würde ich dazu auch nicht sagen. Also ich mache ja hier bei Minecraft mit. Ne? Ja, aber das ist ja generell... Ist ja auch so als let's play, aber generell wirklich PC-Spiele, weil dafür mein Aufnahme-PC, also ich habe ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, ich habe einen alten Aufnahme-PC, den ich wirklich nur noch für Aufnahmen verwende, und dann halt meinen mehr oder weniger neueren, den ich jetzt schon auch ein Jahr habe. Und ja, deswegen PC-Spiele, weil er das einfach nicht packt. Der hat selbst Hello Kitty Online nicht gepackt. Das heißt beziehungsweise schon ruckelnd. Und ich dachte mir so, Alter, okay. Also PC-Spiele nicht. Oh, du bist so eine Kackbratze. Also, ja, wie gesagt, das... Und Slender. Weil das auch einige wollten, dass ich das als Schrott am Sonntag mache, Slender. Nee, das mache ich auch nicht. Also das könnte ich, denke ich mal, egal wie lange Annie je in ihrem Leben Let's Play will, ich glaube, sie macht nie ein einziges Horrorspiel. Außer Resident Evil kann man ja nicht dazu zählen, wirklich. Naja, die alten Teile sind wirklich Horror. Also die kannst du Survival-Horror, die kannst du dazu zählen. Aber jetzt die neueren, die sind kein Horror mehr. Wie ist eigentlich mal irgendwann wirklich mal weil Resident Evil 1, das haben wir auch schon das öftere Mal hier im Let's Play auch erfahren, dass du das ziemlich gruselig findest und nie Let's Playen bzw. spielen möchtest. Wie ist das eigentlich mal Let's Playen? So als kurze Frage, so von mir zu dir, so von Arbeitskollege zu Arbeitskollegin und so. Arbeitskollegen, ja, wir sind Kollegen, hey. Hier waren wir schon. Ehrlich? Also hier sind auf jeden Fall Fackeln. Also keine Ahnung. Also würdest du das mal machen? Hier war ich. Hier sind meine Zombies in die Luft geflogen. Achso. Ich überleg's, ob ich es irgendwann mal als... Nee, Special würde ich es nicht nennen, aber irgendwie, wenn ich... Ich habe mir eine bestimmte Anzahl von Abonnenten festgelegt und wenn ich die irgendwann knacke, dann kommt das als Let's Play. Aber auch wirklich erst, wenn ich dann die Anzahl habe. 1000? Das ist scheiße. Echt? Ja. Ich meine, du wirst eh jetzt bald irgendwann haben. Beziehungsweise generell, bei mir dauert es ja auch nicht mehr lange bis zu 1000. Und ich denke mal, wenn ich allein jetzt schon 2000 habe, dann denke ich, machst du auch 1000. Bestimmt. Also ja, als 1000 Abonnenten-Special machst du das? Ja, wirklich, wir sind ja durch einen Vertrag aneinander gebunden und so. Durch einen Vertrag, ja. Ja, wir haben irgendwann mal so einen Vertrag abgeschlossen, von wegen, ja, wenn Blue Set Play wächst, dann wächst Annie gleichzeitig auch. Und wenn Annie wächst, dann... Das habe ich gerade schon gesagt, ne? Und wenn Blue Set Play wächst, dann wächst Annie auch. Und andersrum genauso. Und wir müssen uns immer unterstützen und immer Händchen halten in schwierigen Situationen auf YouTube. Weil wenn eine Haterwelle kommt, dann müssen wir zusammenhalten gegen diese Hater. Und, ja... Und das machen wir auch, weil Hater dumme kleine Kinder sind. Richtig, Hater sind voll unproduktiv und stören uns nicht. Aber innerlich weinen wir immer total viel wegen Hater. Das tun wir wirklich. Weil immer wenn ich einen Daumen runter bekomme, muss ich Annie sofort anrufen und mich bei ihr auskotzen und ihr sagen, wie scheiße das Leben doch ist. Ne? Ja. Okay, also als 1000 Abonnenten-Special machst du das? Ja. Gut, das muss ich gleich überall twittern. Abonniert Annie, sie macht bald Resident Evil 1. Nein. Sie macht bald. Ich habe keine 300 Abonnenten. Ach, beim Livestream hast du die. Wenn der Livestream bei der Aufnahme der Folge dürfte der Livestream... Ich habe keine Ahnung, irgendwann dürfte der Livestream gewesen sein. Wie gesagt, da verspreche ich dir, dass du die 300 knackst, hundertprozentig. Ne? Kackkotze. Ich schwör, Digga. Ich schwör, Digga. Ich hab 300 Abonnenten. Alter, was wollt ihr eigentlich von mir, ihr scheiß Motherfucker-Viecher? Alter, geht weg. Genau, kill deine Freunde, du scheiß Wichser. Ja, es waren drei Creeper-Kollegen da, denen schulde ich noch Geld und, ich wollte halt den, ne? Du wolltest nur mal Hallo sagen. Richtig. Bei mir kommt ja als 1000 Abo-Special Slender im Fünferpack wieder ein neues. Hast du schon aufgenommen? Ist alles schon aufgenommen. Ich wollte jetzt die Tage einen Teaser machen und das dann hochladen. Ja, und die mach besten mal. Szenen, voll cool. Aber die meisten wissen das eh schon, glaube ich. Ja, du hast es, glaube ich, bei Facebook geschrieben. Ja. Ist klar, dass das die Leute dann wissen. Voll Trottel. Ja, ich habe irgendwie total Bock gehabt, das aufzunehmen. Und dachte ich mir einfach mal, okay, nimmst du es einfach schon mal auf. Aber ich denke mal eh, dann, wenn ich irgendwann, laut Social Blade, habe ich die 1000 Abonnenten in anderthalb Monaten. Boah, dann müsste ich auch mal gucken, wie lange ich noch für meine 1000 brauche. Ja, wenn du mir Rückendeckung gibst, ich gucke jetzt nach. Okay. Ich komme in dir tief und innig. Wo bist du denn? Du bist hier in der Wand. Ich grab mich jetzt durch die Wand. Nein, Annie, du bist irgendwo. Annie, wo bist du? Annie! Hallo. Aua! Oh Gott, okay, guck. Jetzt Annie sofort. Ich guck jetzt bei Social Blade. Wache, und so. Social. Oh.
Social das ist Blade? So, Social Gedöns Blade Zeug. Ah, ich Gott, muss so Brot blöd. Essen. Annie, essen Brot. Also du hast die 1000, bei dir steht sogar schon bis 6500 irgendwie. Ja, in drei Jahren habe ich die 1000 am 21.03.2013. Ja, also Mitte März. Ende März und ich habe die 1000 am 23.12.2013. Was? Das stimmt nicht. Das steht hier. Niemals. Doch, das steht hier. Ja, aber Social Blade kann man nicht vertrauen. Ich habe meine 1000 Abonnenten bestimmt auch irgendwann im Februar bestimmt. Und du hast deine 1000 Abonnenten dann im spätestens zwei Monate später. So, so jetzt haben wir so. Und dann noch die nächste Frage von Tami. Was müsste passieren, damit ihr mit dem Let's Playen aufhört? Wenn ich noch mehr Spiele mit Annie aufnehmen muss. Keine Ahnung, ich denke mal nicht, dass ich aufhören werde, egal was für ein Grund. Hallo, ich bin der Steve, ich bin jetzt 65 Jahre alt und ich mache Let's Plays. Und jetzt Let's Play ich hier Minecraft 58.0. Ja, Minecraft ist jetzt schon 100 Jahre alt und deshalb mache ich jetzt ein Jubiläumspecial dafür. Ich und meine 83 Millionen Abonnenten feiern wir das jetzt. Und im Together ist natürlich dabei die Safia 88. Sie ist auch schon 88 Jahre alt. Ich habe übrigens Gold gefunden. Ja, wir können es aber nicht abbauen, weil wir Steinspitzhacken haben. Scheiße, hast du Holz dabei? Ja. Ich brauche Holz. Wo bist du? Also, ich denke mal echt nicht, dass es irgendwie ein Tisch... Hast du Holz? Hast du Eisen? Eisen, ja. Also jetzt halt unverarbeitet. Wir sollten uns hier kurz... Warte, wenn ich dich finde, find mich mal. Annie, wo bist du? Da. Wie finden wir uns immer? Ei. Oh. Da. Ich mach mal eben eine Workbench. Also ich denke mal, bei mir wird es echt... Wieso auch du immer jetzt geh weg. So immer irgendwie rumschleißt. Also bei mir wird es, denke ich mal, keinen triftigen Grund geben. Außer ich habe private so Probleme, dass ich eine Pause einlegen muss. Aber wenn, dann auch echt nur eine Pause. Und, ja. Ich denke mal echt nicht, dass jetzt irgendwann mal eine Pause kommt. Wann wirst du aufhören, Annie? Mit aufhören. Mit Let's Plays. Aufzuhören. Nächstes Jahr, weil ich dann wieder einen neuen Account machen muss. Na, Safia 15. Gut, ich schmelze mal eben hier fix Eisen und warte, ich habe hier 48 Stickies, dann kannst du dir dann Schwerter und so machen. Da, hinter dir! Ja, nimm das Stöckchen! Ja, fein, hast du das gemacht! Ja, fein, hast du, ich renn! Ich wollte in dem Moment schon wegrennen. Also, ich denke mal echt nicht, dass ich jetzt irgendwann aufhören werde. Erst wenn ich 1 Million Abonnenten habe. Boah, Alter, die Sonne ist gerade ziemlich hell. Ja, das wir nehmen am Tage auf, am helllichten Tag um... Wow. Ja, stellt euch das vor, meine lieben Freunde. Ist ja schon alles Eisen raus, ey. Es geht echt mal gar nicht. So, ich versuche mal weiter zu farmen. Was hier unten schon? Hier ist Lava. Achso, ja klar, hier unten waren wir schon. Schlaubacke. Oder wie, du hörst bestimmt auf, wenn du so viele Hater bekommst und dann nicht mehr auf dein Leben klarkommst und dann Cut von dir Abo machst. Ne? Nö. Nö. Weil dir Hater scheißegal sind. Bei mir Hater am Arsch vorbeigehen. Hammer, scheiß Hater. Ja, hatet diese Folge ruhig. Macht hier 20.000 Daumen runter. Es ist uns scheißegal. Ne? Das Gute ist, man kann an Hatern sehen, dass man alles richtig macht. Richtig. Weil dann Leute neidisch werden. Ja, ah, stimmt. Oh, ich erinnere mich gerade an die eine schöne Situation. Ah, das war so schön und herrlich. Oh, das war so herrlich. Das war so im ersten Moment so ein What-the-fuck-Moment und dann einfach nur so... Alter, hat er das jetzt echt gemacht? Ja, oh nee, das ist so lächerlich. Da haben wir erstmal schön unsere Zuschauer auf ihn gehetzt. Na, gehetzt kann man das nicht nennen. Du ja, hast gesagt, oh mein Gott, ist das peinlich und sowas. Richtig. Und dann haben die Leute geguckt, hä, was, wo, hä? Also es gibt echt schon armselige Leute. Und die Leute, die das wirklich gesehen haben, wissen auch, wovon wir jetzt gerade reden. Wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, habt ihr leider Arschkarte gehabt. Es war auf jeden Fall ziemlich derbst lustig. Also, ja, vor allem dann, wo wir gerade noch geredet hatten und dann so, oh mein Gott. So, oh mein Gott, weißt du, ich hab das ja mitten in der Aufnahme gelesen. Ja. Ende einer, ich war dann erstmal so, hä? Ja, was und dann... Was da jetzt? Dann auch vor allem, als wir das so besprochen haben, boah, wir beide haben einfach nur so gelacht. Wir haben einfach nur so verfickt nochmal gelacht. Also, wie gesagt, ihr könnt uns echt nicht trollen. Es ist uns scheißegal, wie sehr ihr uns hatet oder sonst was. Wir haben unsere Zuschauer. Wir halten zusammen und wir haben die beste Community der Welt. Alter, ihr seid klasse. Richtig.
Ja, vor allem, der hatte da, glaube ich, 12 Daumen hoch, der Kommentar, und, Oh, wenn nicht noch mehr. Ja. Ja, du bist geil. Natürlich bin ich geil.